Mitfahrgelegenheiten für Flüchtlinge gesucht. Die Universität Duisburg-Essen sucht nun Mobilitätspaten für 65 Flüchtlinge, die derzeit als Gasthörer an der UDE eingeschrieben sind. Wer Interesse hat, einen der Gasthörer im Auto mitzunehmen, kann sich beim Akademischen Auslandsamt melden. Dort werden die Mitfahrgelegenheiten koordiniert. Laut UDE stammen 3/4 der 42.000 Studierenden der Universität aus Nordrhein-Westfalen. Mehr als 2.000 aus dem Kreis Wesel, jeweils mehr als 1.000 aus Recklinghausen, Düsseldorf, Mülheim, Mettmann, Bochum oder auch Gelsenkirchen. Seit dem Sommersemester bereiten sich 65 geflüchtete Menschen mit akademischem Hintergrund auf ein Studium an der UDE vor. Viele von ihnen sind jedoch nicht campusnah untergebracht und können sich die Fahrtkosten mit Bus und Bahn nicht leisten. Riegel vor. Polizei startet Aktionswoche gegen Wohnungseinbruch. Zum vierten Mal startet die NRW-Polizei am kommenden Montag die Aktionswoche Riegel vor. Sicher ist sicherer. Eine Woche lang können Interessierte die Experten der Kriminalprävention an verschiedenen Standorten in der Stadt aufsuchen und sich zu allen wichtigen Fakten zum Thema Wohnungseinbruch informieren. Die Themen reichen von einfachen Maßnahmen zum Schutz vor Wohnungseinbrechern bis hin zur Frage, wie sich Opfer nach einer Tat Hilfe holen können. Im Jahr 2015 ist die Zahl der Wohnungseinbrüche in NRW um knapp 18% auf über 62.000 Fälle gestiegen. Der Anteil der Versuche ist um 1% auf fast 44% gestiegen. Innerhalb der ersten drei Quartale des Jahres 2016 sind die Zahlen jedoch rückläufig. Städtische Grünflächen bekommen politischen Rückenwind. Die CDU setzt sich für die Grünflächen im Stadtgebiet ein. Städtisches Grün dürfe nicht zum Opfer kommunaler Sparmaßnahmen werden, betont der Duisburger CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Malberg. Denn gut erreichbare und gepflegte Grünflächen verbesserten das Stadtklima und steigerten die Attraktivität der urbanen Räume als Wohn- und Wirtschaftsstandorte. Die CDU hat sich deshalb in einem Koalitionsantrag für das Stadtgrün im Rahmen von Förderprogrammen stark gemacht. Mit der parlamentarischen Initiative sollen die gartenbaulichen Betriebe gestärkt und zukunftsfest gemacht werden. Termin für Traumzeitfestival 2017 steht fest. Das Traumzeitfestival im Duisburger Landschaftspark Nord steigt vom 16. bis 18. Juni 2017. Welche musikalischen Acts es beim Festival zu hören gibt, steht bisher noch nicht fest. Erste Namen sollen Anfang Dezember bekannt gegeben werden. Dann beginnt auch der Vorverkauf für die Tickets. IHK-Seminar Exportkontrolle. Welche Waren darf ich exportieren und an wen? Benötige ich bei Ausfuhren in bestimmte Länder immer eine Genehmigung? Diese und andere Fragen stellen sich Unternehmer, die am Außenwirtschaftsverkehr teilnehmen. Um Verstöße gegen die außen- und sicherheitspolitischen Regelungen zu verhindern, benötigen Unternehmen fundiertes Wissen über die einschlägigen Regelungen und Bestimmungen. Dafür bietet die Niederrheinische Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve ein Seminar an, in dem sie den Teilnehmern die Zusammenhänge und Bedeutung der Ausfuhrkontrollvorschriften bezüglich ihrer Exportgeschäfte vermittelt. Das Seminar findet am 3. November von 9 bis 16 Uhr in der IHK Duisburg statt. Eine Online-Anmeldung ist bis zum 27. Oktober möglich. Studie zu Depressionen an Hochschule Rhein-Waal. Studierende des Bachelorstudiengangs Bioscience and Health der Fakultät Life Science an der Hochschule Rhein-Waal untersuchten, wie wirksam das Unterstützungsangebot Erfahrungsgruppen für Menschen mit Depressionen für Betroffene ist. Sie arbeiteten dabei gemeinsam mit dem Bündnis gegen Depressionen im Kreis Wesel und dem Fachdienst Gesundheitswesen Wesel. Die Erfahrungsgruppen richten sich an Menschen mit leichten bis mittelschweren Depressionen, die sich in der Wartezeit zwischen Diagnostik und Behandlung befinden. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass sich die Betroffenen durchweg besser über ihre Erkrankung informiert fühlten und der Austausch über die eigenen Erfahrungen mit der Erkrankung in der Gruppe von den Teilnehmern als sehr positiv bewertet wurden. Unbeständig mit vereinzelten Regenschauern und Werten bis zu 10 Grad, so zeigte sich heute das Wetter über Duisburg. Auch morgen zeigt sich der Himmel meist wolkig, immer wieder kann es Schauer geben. Die Temperaturen erreichen 6 bis 10 Grad. Am Sonntag kehrt dann noch einmal die Sonne zurück. Bei 3 bis 12 Grad zeigt sich der Herbst noch einmal von seiner schönen Seite. Am Montag ziehen dann neue Wolken auf. Es wird nass und kalt bei Werten bis zu 13 Grad. Autofahrer aufgepasst, nehmen Sie den Fuß vom Gas. Auch am Wochenende wird wieder geblitzt. Und zwar unter anderem auf der Düsseldorfer Straße in Wannamer Ort und auf der Oranienstraße in Düssern. Und Baustellen behindern die freie Fahrt. In Baal werden ab kommenden Montag Stromleitungen verlegt.
Hier regelt eine Baustellenampel den Verkehr. Aufgrund des Rückstaus kann es hier zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Baumaßnahmen dauern voraussichtlich bis Dienstag, den 15. November. Und in Overbruch ist die Herzogstraße seit heute eine Einbahnstraße. Betroffen ist der Bereich zwischen Georg- und Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Walsumer-Rheinaue. Die Einfahrt in die Herzogstraße aus Richtung Friedrich-Ebert-Straße bleibt erhalten. Grund sind Kanalbauarbeiten, die voraussichtlich bis Mitte Januar dauern. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und staufreie Fahrt. Kommen Sie gut ins Wochenende.